Wie kann man einen laserhaften Fokus halten? Heute geht es um das Thema, wie kann ich einen laserhaften Fokus halten? In dem folgenden Video werde ich dir dieses erklären. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video. Wenn du einen konzentrierten, fokussierten, laserhaften Fokus halten willst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Eine der Möglichkeiten ist es, sich auf einen Punkt zu konzentrieren und ihn nicht aus den Augen zu lassen. Wenn der Punkt bewegt wird, dann solltest du dich mit dem Punkt bewegen und versuchen, ihn genau im Auge zu behalten. Auch Atemtechniken können helfen, den Fokus zu halten. Es gibt spezielle Meditationen, die darauf abzielen, die Konzentration zu verbessern. Durch regelmäßiges Üben kann man seine Konzentrationsfähigkeit verbessern und den laserhaften Fokus zu halten. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen hochkonzentrierten, laserhaften Fokus halten kannst. Dies ist besonders wichtig, wenn du an einem wichtigen Projekt arbeitest oder etwas lernen musst. Durch die Konzentration auf eine Sache kannst du schneller und effektiver arbeiten oder auch lernen. Außerdem fühlst du dich dabei besser und hast mehr Spaß an der Sache. Die folgenden 5 Tipps helfen dir, einen starken, konzentrierten, laserhaften Fokus zu halten. Der erste Tipp: Richte deine Aufmerksamkeit auf ein klares Ziel. Wenn du weißt, was du erreichen willst, ist es leichter, dich darauf zu konzentrieren. Finde heraus, was wirklich wichtig ist und setze dir ein realistisches Ziel. Der zweite Tipp: Stell sicher, dass du in einer ruhigen Umgebung arbeitest. Such dir einen Ort, an dem du ungestört sein arbeiten kannst und schalte alle Geräte aus, die dich ablenken können. Der dritte Tipp: Nimm regelmäßig Pausen. Arbeite nicht stundenlang ohne Pausen durch. Du wirst irgendwann erschöpft sein. Und deine Konzentration lässt nach. Gehe jede Stunde für 5 bis 10 Minuten an die frische Luft. Oder mache eine kleine Übungseinheit, um deinen Körper und Geist fit zu halten. Vierter Tipp: Vermeide Unterbrechungen. Wenn du dich erstmal auf eine Sache konzentriert hast, willst du nicht unbedingt unterbrochen werden. Schalte dein Telefon aus oder lege es außer Reichweite, damit du nicht abgelenkt wirst. Sage Freunden und Familien Bescheid, dass du für eine Weile nicht erreichbar sein willst oder respektive gestört sein willst. Fünfter Tipp: Bleibe positiv. Arbeite mit Freude an deinem Ziel. Und denke positiv über dich selbst. So bleibst du motiviert und behältst deinen Fokus bei. Wenn etwas nicht so läuft wie geplant, gib nicht schnell auf, sondern finde heraus, was du tun kannst, um es besser zu machen. Wenn dieses Video dir gefallen hat, kommentiere gerne in den Kommentaren. Über einen Kommentar freue ich mich immer wieder gerne. Gib dem Video gerne ein Like und abonniere gerne den Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Dein Michael.